Schon vor mehr als einem Jahr trafen die Boxweltmeisterin Elina Tissen und die Österreicherin Doris Köhler im Ring aufeinander. Der damalige Fight im Zuge der dritten Münster Boxnacht war geprägt von technischer Klasse und enormem Kämpferherz beider Kontrahentinnen. Am Ende wurde es aber eine klare Angelegenheit für die Warendorferin Tissen. Jede Gegnerin kann sich in der Zeit entwickeln. Also das ist wirklich schon ein Jahr her und die hatte Zeit genug, andere Kämpfe zu machen, Erfahrung zu sammeln. Okay, Erfahrung hat die genug, die ist schon lange genug im Geschäft. Aber halt sich neue Taktik auszusuchen, die weiß, wie ich geboxt habe und kann sich dann auf mich neu drauf einstellen. Genauso wie für mich. Aber ich, wie gesagt, ich verlasse mich nie auf den letzten Kampf, weil jeder entwickelt sich weiter. Und auch Elina hat sich wieder einmal weiterentwickelt. Neben ihrer mentalen Stärke hat die Fünffach-Weltmeisterin akribisch an der eigenen Physis gefeilt. Und nicht nur Tissen selbst, sondern auch ihr Trainer und Manager Mikey Hund sind 3 Tage vor dem Rückkampf gegen Doris Köhler bester Dinge. Elina ist immer sehr konzentriert dabei, ist sehr konsequent vor allem mit allem und verzichtet auf viele Dinge, gerade wenn sie in der Vorbereitung ist. Es gibt da keine Spielereien und keine Dönekes. Sie ist regelmäßig, wie sich's für einen Profi halt gehört, beim Training, zieht ihre Trainingseinheiten durch, hat jetzt eine super Vorbereitung hingelegt, eine Bomben-Sparringsphase hingelegt. Ich bin guter Dinge, dass wir da die Lorbeeren für ernten können. Ich glaube, über 108 oder knapp 108 Runden hat Elina abgespult im Sparring jetzt mit 8 verschiedenen Sparringspartnern. Hat alle sehr gut beherrscht und ist guter Dinge, ist ohne großartige Blessuren rausgekommen, obwohl es richtig geknallt hat im Sparring, muss man sagen. Das vielleicht so zu den letzten Sparringsphasen eine kleine Veränderung, weil wir viel mehr Sparringspartner hatten dieses Mal, Gott sei Dank, zur Verfügung hatten. Ansonsten sind wir rundum zufrieden. Vergessen sind die leidigen Querelen der letzten Monate. Eigentlich wollte Elina Tissen im Super-Bantam-Gewicht gegen Goda Dali-Deite aus Dortmund antreten. Aber das Dali-Deite-Lager benahm sich in den Kampfverhandlungen nicht gerade professionell und fair. Nun gibt es also einen Rückkampf gegen Doris Köhler und zwar um die Titel der WIBF, GBU und GBC im Federgewicht. Die Probleme, die wir hatten, sind hinlänglich bekannt. Wir sind mittlerweile froh, dass wir das alles sehr professionell abgearbeitet haben. Wir haben halt ein gutes Management und eine gute Promotion im Rücken. Und wie gesagt, sind uns da mit den Verbänden ganz gut übereingekommen. Alles ist geregelt. Die wahre Weltmeisterin hat die Titel behalten, wird sie am Samstag verteidigen. Und wir sind guter Dinge, einen guten Kampf zu machen. Haben eine gute Gegnerin. Ich glaube, alles sollte passen. Ja, und wenn es diesmal für Elina Tissen Neuland zu betreten gibt, dann ist das der Austragungsort des Kampfes, die Eissporthalle in Essen. Aber auch in dieser Sache macht sich die Boxweltmeisterin keine Sorgen. Die Fans reisen natürlich mit uns mit und ich hoffe, dass ich meinen guten Kampf machen kann, um quasi neue Fans auch in Essen gewinnen zu können. Und für mich ist wichtig, für die Zuschauer dann wirklich meine Leistung zu zeigen, was ich kann und einen guten Kampf zu bieten.